So, guten Morgen, willkommen beim Noise Play. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, ehrlich gesagt. T-S-I-O-Q-E. Ja, gibt leider keine Linux-Version davon, aber da ich den Key vom Entwickler umsonst bekommen habe und es ganz nett aussieht, dass bald Weihnachten ist, spiele ich mal das. Echte Pro-Spiel? Nein, Delfine, nein. Wirklich, nein. Nee, nicht bei diesem Nebel. Egal, ich hatte es nur mal kurz gestartet und ob es läuft, noch keine Ahnung. Das ist ein Point-and-Click-Adventure-Abenteuer-Spiel irgendwie. Es sah nett aus. Und es hatte gute Bewertungen. Spielen wir es einfach mal. Long, long ago, somewhere nearby yet far, a kingdom of crescent and double star was ruled with strength, heart, and wisdom unseen by beloved monarch, the gold-haired good queen. Always close, right by her throne, was the little princess Chok, hardly ever seen alone. Where queen went, daughter would walk. Yet soon would end the time of peace. Ill news came from the frontier. The phoenix, an ancient beast, brought to flames all that came near. Queen said, "My dear, you must understand. I have to leave to a distant land to fight for you and all I hold dear." But in her heart, the princess felt fear. Leading an army, away the queen rode. Everyone prayed for her quick return home, except one who in the castle remained to use the queen's absence for his own gain. The royal wizard, burned by ambition, had sworn with evil forces coalition to realize his sinister plan, to rule the minds of all women and man. Set upon the highest tower, the wizard unleashed his power. The sky went black and lightning stormed. The castle began to transform. Towers once bright became dark as night. From walls and floors broken, crawled horrors unspoken. The vile wizard and his minions made the castle their dominion. While the princess bravely fought, she eventually too was caught. To the dungeon take her, a prisoner make her. Keep her there and lock the door. Interrupt me no more, said the wizard and disappeared. Yet what he really should have feared was leaving but a single lock between escape and Princess Chok. Ich glaube, man spricht den Namen Chok aus. Und ja, ich spiele jetzt Adventure. Was hast du gegen Adventure? Licht? Okay. Ich muss erst mal raus, wie das geht. Ich habe es nochmal kurz angespielt und weiß, dass man da rausgucken kann. Das gab ein Archivman, das ich jetzt schon habe. Dann habe ich aufgehört. Und der alte Mann spricht ja nicht dauernd, aber ich glaube, ich muss den Sound noch ein bisschen runterdrehen. Ja, ich glaube, ich muss das noch ein bisschen leiser machen. So ist es jetzt, glaube ich, zu leise. Na toll. Das endlose Balancing mit dem Sound. Jetzt scheint es mir wieder zu laut zu sein. Das ist irgendwie schwierig mit dem. Kann man sich irgendwie blocken? Ja.
Nein, können wir nicht. Okay, gut. Weil ich auch ein bisschen weit ausschlage manchmal. Egal, passt jetzt der Sound. Wenn ich das schon live streame, dann habe ich doch. Dafür habe ich doch meine Hilfe. Und ich bin nicht hoch genug, um da hochzuspringen. Was ist das denn? Das ist so. Ich dachte, ich könnte die Wand anschauen. Okay. Das passiert, wenn man seine Diät übertreibt. Übertreibt. So, was kann ich denn hier noch anklicken? Musikstück leiser. Ein Stückchen leiser, das ging mir natürlich hin. So. Ein Stückchen. Und wir haben da so einen Beutel, ein Medaillon. Da guckt es jetzt wieder nur raus, hm? Wird nicht besser, nein. Und habe ich schon erwähnt, dass ich das Spiel gratis bekomme? Aber ich glaube ja. Kann ich denn das noch gewinnen? Nein. Was soll ein Skelettvogel mal nicht tun? Ich kann Dinge mit Anschauen bewegen. So. Was will dieses Tentakel da? Hey! Ich habe irgendwas richtig gemacht. Ich glaube, die Soundeffekte müssen noch ein bisschen leiser. Was will er? Ich soll es wieder nehmen. Ich glaube, diese Soundeffekte muss ich auch noch ein Stück leiser machen. Das war eben, glaube ich, ein bisschen sehr laut. Kann ich das nochmal machen? Hey, ich kann es nochmal machen. Das sieht mir jetzt einfach weggehen. Nicht viel. Okay, wahrscheinlich nicht groß zu jucken. Da draußen ändert sich nicht viel. Alles klar. Angeblich soll das Spiel nicht so lange, dauern. Problem ist, ich bin in Adventure total unfähig. Kann ich die noch irgendwas mit irgendwas anderem verwenden? Nein. Ich weiß es, ich bin klug und kann dieses Rätsel lösen. Vielleicht. Ich weiß es. Schon etwas laut. Äußerst uncharmant, aber ich glaube, den Sound muss ich noch ein bisschen leiser machen, also die Soundeffekte. Das ist ein bisschen laut, glaube ich, so. Und jetzt bin ich kein Stück weiter gekommen. Ah, jetzt kann ich... Also jetzt kann ich natürlich drüber steigen, natürlich. Okay. Ja. Gut, ich nehme erstmal das leckere Brot damit. Sehr frisch aussieht. Das habe ich kaputt gemacht. Was ist das? Oh, da hat jemand seinen Spaß ganz alleine. Wir grüßen uns immer noch. Ein bisschen Haken zum Haken.
Hallo Tentakelmonster, ich bin ein kleines Mädchen, willst du nicht rauskommen zum kleinen Moment? Das ist das falsche Spiel. Okay. Aber ich habe ja das Stück Brot. Machen wir beides einen Zentimeter leicht. Ich habe kein Lineal da. Wahrscheinlich hört man jetzt gleich gar nichts mehr. So. Ich benutze einfach mal das. Ich tausche Brot gegen Schlüssel. Schon mal an das Tentakel. Und was zur Hölle ist jetzt gerade mit meiner. Ist doch kacke. Ich muss mal kurz was. Nochmal. Hallo? Ist das so? Stream laggt. Ja, ich weiß. Ich habe hier gerade. So, Moment. So, starten die Aufnahme wieder. Und dann hoffen wir, dass alles gut läuft. Schieben die Statistik nochmal ungünstig durch die Gegend. Ah, sieht doch schon besser aus. So. Sollte. Gucken wir nochmal rein. Das ist immer noch recht laut. Ich warte einfach, was das Ding sagt. So, wir können jetzt zur Tür gehen. Denn wir haben einen Schlüssel. Alter, die Geräusche sind immer noch so laut. Ich habe die heftigsten Ausschläge. Übernimmst du das überhaupt, Spiel? So, vielleicht jetzt. Und wir öffnen mal die Tür und jetzt nehmen wir auch flüssig auf. Na also. Und dann gehen wir mal raus. Und da ist ein sehr großes Loch, das soll da bestimmt so sein. Nachtisch. Man muss das Brot ja auch mit irgendwas belegen, ne? So, was ist das denn da hinten? Legt das jetzt immer noch? Das ist ein kaputtes Grab, wo noch jemand drin lebt. Das sind Kerzenständer, was ist das? Ist das eine Zwiebel? Oder ein Holzscheit? Das ist weder noch. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist eine Spinne. Oh, sie ist so süß. Oh. Spinnen sind so niedlich. Oh, ist das schwer, ich krieg's nicht auf. Wenn ich nur herausfinden würde, was hier fehlt. Jetzt muss ich das auch in die richtige Richtung drehen. Wo fängt denn das an? Ach ne, ich glaube, ich muss die alle in die richtige Richtung drücken. Ja. Ich bin klug. Und es ist leer. Kann was reintun. Was? Ich habe einen. Unsichtbares Tuch gefunden, das mich unsichtbar macht. Ein unsichtbares Tuch. Kulk? Was ist Kulk? Oh. Was ist das? Kann ich das auch anschauen? Tarnumhang. Ah. Nein, kann ich nicht benutzen. Okay. So, jetzt sieht es auch gut aus. Alle wird es im grünen Bereich. Jetzt sollte auch. Alles klar. Das sollte nicht mehr Last erzeugen. Da geht es wieder zurück. Da will sie gar nicht hin. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, wie man ihn ausspricht. Sehr gut. Die Prinzessin will da nicht hin und. Der Fuck. Vielleicht ein guter Zeitpunkt, die Tarnumhang zu benutzen. Kluck, kluck. Also. Kluch. Das schreibt man mit CK am Ende, so man spricht. Schon toll. Kann ich den hinterherlaufen? Ja. Oh. Keine gute Idee, okay. Aber das Spiel ist nett und
bestraft uns nicht dafür, dass wir Zeug ausprobieren. Finde ich immer gut. Wir spielen also kein Sierra Adventure. Sehr, sehr gut. Bin ich jetzt nicht so der größte Freund von. Jetzt hallo, benutzt den doch. Aha. Vor allem, dass es. Ja, wir waren niemand. Wir gehen einfach weiter. Passt schon. Das sind nicht die hellsten Diener, die der Gegner hat, dieser böse Magier hat. Aber sie sparen Strom. Das ist doch auch schon etwas. Bin ich denn? Was muss ich jetzt tun? Das schon mal nicht, okay. Alles klar. Das heißt, ich kann hier nicht weiterlaufen. Oder doch? Ne, ich brauche wahrscheinlich irgendein Item. Okay. Das sind mehr als da kommen. Kann ich zurück? Nein, ich möchte den Tarn. Nein. Das Spiel mag mich nicht. Kann ich den nicht ablegen, dass ich ihn wieder habe und dann. Ah, das funktioniert nicht. Ja. Warum geht es nicht weiter, wenn man die schnappt, weil dann das Spiel vorbei ist? Kann ich den Tarnumhang wieder ablegen? Dann laufe ich ja wieder nur vor. Ich will doch gar nicht vorlaufen. Alles, was ich jetzt tun kann, ist hier klicken, aber das bringt mir gar nichts. Ich mache irgendwas falsch, kann das sein? Vielleicht warte ich einfach, vielleicht muss ich einfach warten. Nee, das ist. Hey? Also ich kann nirgendwo hinlaufen. Oder kann ich hier noch irgendwas anklicken? Gibt es hier Hotspots? Scheinbar nicht, okay. Kann ich loslassen? Lass los! Das ist gar nicht so tief. Das bremst dich, wenn. Das war's zum Unwissen. Ja, ich steck fest. Game over. Damit gehe ich. Oder warte mal, kann ich hier schrittweise gehen? Nein, nein, nein. Sie geht halt direkt ganz bis nach vorne. Natürlich. Irgendwas drücken, habe ich das Gefühl. Ich weiß noch nicht was. Kann ich den Tarnumhang mit irgendwas benutzen? Nein, kann ich nicht. Hä? Wow, ich stecke bereits jetzt fest. Und ich habe keine Musik mehr. Kann auch sonst nichts anklicken hier. Ich muss also hier irgendwas machen, glaube ich. Okay, ich kann die Spinne anklicken. Ah! Ja, das ist natürlich total offensichtlich. So, ich habe keinen Tarnumhang mehr und. Hier geht's aber sonst bestens. Hallo. Oh, sie winkt uns zurück. Spinnen sind schon niedlich.
Wer hat dieses Schloss konstruiert? Was? 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 Ach so, ich muss jetzt. Verstehe, verstehe. Okay. Was? Zur. Was haben die Entwickler denn geraucht? Müssen sie den einfach nur ausweichen? Wirklich? Okay, was kommt jetzt? Erinnere mich an Dungeon Lords. Meinst du jetzt, da gibt's auch Spiel. Nein, nein, Delfino, nein. Ich muss mal wieder gucken, ob das noch. Nein, ich will gar nicht gucken, ob das funktioniert. War ja der Multiplayer ein Problem. Okay, nochmal. Alles gut.